Damit rufe ich auf Tagesordnungspunkt 9, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes. Berichterstatterin ist Frau Abg. Heitland. Das ist die Drucksache 6522 zu 6075 aus 19. Frau Kollegin Heitland, bitte sehr, Sie haben das Wort. Wo ist sie? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zur Beschlussempfehlung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes nach der Drucksache 19/6075. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Die Redezeit beträgt 5 Minuten. Zu Wort gemeldet hat sich zunächst Frau Kollegin Klaff-Isselmann für die CDU. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zum Altenpflegegesetz ist besonders hilfreich, weil er am Bedarf orientiert und daher nützlich für Jung und Alt. Ohne Zweifel, und da besteht auch sicher kein Dissens, wir haben einen hohen Bedarf an Pflegefachkräften. Auch in Hessen werden die Menschen immer älter und haben daher diesen Bedarf. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, und deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch anmerken, derzeit sind über 5.400 Personen in der Altenpflegeausbildung. Es sind kontinuierlich mehr geworden. Das ist äußerst erfreulich, und wir freuen uns, damit diesen Höchststand in der Ausbildung erreicht zu haben derzeit. Offenbar kann es gelingen, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Wir wissen, es ist eine schwere Tätigkeit, aber sie kann auch zutiefst befriedigend sein, eine Tätigkeit, die auch vielfach beglückend ist. Man erfährt sehr viel Dankbarkeit und kann eben auch Freude bereiten. Kommen wir zur Landesinitiative Pflege in Hessen integriert. Hier betrachten wir die gemeinsame Maßnahme der alten Pflegeschulen und der beruflichen Schulen für eine integrierte Modellausbildung in der Altenpflegehilfe. In der nachfolgenden Aufzählung möchte ich deutlich machen, was diese Gesetzesinitiative ebenso wertvoll macht. Erstens. Die Absolventen, insbesondere der InteA-Klassen, haben die Möglichkeit, die Berufsausbildung zum Altenpflegehelfer, Altenpflegerin zu durchlaufen und gleichzeitig den Hauptschulabschluss zu erwerben. Damit bieten wir zweitens den Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit und ebnen den Weg zu aussichtsreicher Integration. Und mit diesen Menschen werden wir die Bemühungen in der kultursensiblen Altenhilfe noch weiter intensivieren können. Drittens leisten wir einen weiteren geeigneten Beitrag bei der Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Pflegebranche. Und viertens, ohne Abbau der Standards in der Ausbildung. Denn mit der Anpassung der Modellklausel startet eine Erprobungsphase, die der besonderen qualitativen Beobachtung unterliegt. Mit dieser Initiative gewinnen wir also mehr Pflegekräfte und führen Menschen mit Migrationshintergrund in eine selbstbestimmte Zukunft durch Schulbildung und Berufserwerb. Es bedarf nicht mehr Worte, um die Vorzüge dieses Gesetzes zu beschreiben. Ich lade Sie daher ein, dieser Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes in der vorliegenden Form zuzustimmen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff-Isselmann. Als Nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Frau Abg. Dr. Sommer. Bitte schön. Sehr
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einem neuen Modellprojekt wollen wir hier im Hessischen Landtag dem vorgelegten Gesetz oder mit dem vorgelegten Gesetz den Zugang zur Ausbildung zur Altenpflegehelferin bzw. den Altenpflegehelfer öffnen. Zuvor war mindestens der Hauptschulabschluss notwendig. Dieser soll jetzt in dem Projekt, Frau Klaff-Isselmann hat es ja schon beschrieben, ausbildungsbegleitend erreicht werden. Der neue Ansatz, muss ich aber sagen, ist nur ein ganz kleiner Baustein, den wir setzen, um die Personalnot in den hessischen Altenpflegeeinrichtungen zu verringern. Durch die integrierte Modellausbildung sollen all jene, die bisher keinen Hauptschulabschluss haben, sich aber für die Altenpflege interessieren, die Möglichkeit erhalten, den Beruf zu ergreifen. Dies gilt für alle, und Frau Klaff-Isselmann ist auch darauf eingegangen, auch für Flüchtlinge, die bislang keinen Schulabschluss vorweisen können. Es ist aber kein Geheimnis, und Frau Klaff-Isselmann, Sie haben ja schon gesagt, wir haben große Herausforderungen, einen großen Personalmangel, und diese Modellausbildung wird sicherlich die Herausforderungen des Fachkräftemangels nicht gänzlich beseitigen können. Wir brauchen auf jeden Fall einen Zugang zu den Pflegeberufen noch früher. Das könnte man durch ein Sozialpraktikum gewährleisten in der Schule. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, und wir brauchen die Verbesserung der Verdienstmöglichkeiten insgesamt aller Berufe im Gesundheitswesen, meine Damen und Herren. In der ersten Lesung des Gesetzes haben wir als Sozialdemokraten schon darauf hingewiesen, dass uns die Qualität dieser Ausbildung ganz wichtig ist. Deswegen darf die Qualität auch bei der Umsetzung dieser integrierten Ausbildung nicht sinken. Deswegen würden wir uns hier freuen, wenn das Land hier insbesondere in die Qualitätssicherung investiert. Dann ist nämlich auch gesichert, dass Schulabschluss und der Abschluss in der Altenpflegehilfe gut erreicht werden kann. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der in der Anhörung deutlich gemacht wurde. Die Stellungnahmen aller zeigten, dass ein erhöhter Förderbedarf bei der angesprochenen Zielgruppe vorhanden ist. Und die Qualität zu erhalten und beide Abschlüsse dann zum Erfolg zu führen, braucht eben Personal. Ob das jetzt Freistellung der Praxisbegleitung oder eine sozialpädagogische Begleitung ist, da müssen wir einfach schauen, was sich da am besten bewährt. Es wurde gesagt, eine halbe Stelle wäre so eine konkrete Richtlinie. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn sich diese in der hessischen Verordnung zur Altenpflege im Bereich der Praxisbegleitung widerspiegeln würde. Vielleicht könnten Sie, Herr Minister, gleich auch noch einmal etwas dazu sagen, ob und wie die Altenpflegeverordnung angepasst wird oder angepasst werden muss. Dass bisher das Mehr an Personal, das wir brauchen, um die Qualität zu erhalten, noch nicht berücksichtigt wurde, das ist ein Haken, ein bedeutender Schönheitsfehler, würde ich mal sagen, der aber durch eine Änderung der alten Pflegeverordnung noch geklärt bzw. auch behoben werden kann. Wir stimmen dem Gesetzentwurf auf jeden Fall zu und sind schon jetzt gespannt auf die Evaluierung dieses Ansatzes. Wir als Sozialdemokraten hoffen, dass interessierte potenzielle Auszubildende von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen. Wir wünschen uns für die Umsetzung des Gesetzes viel Erfolg, in der Hoffnung, dass einige, die sich berufen fühlen, nun zusätzlich zu all den anderen, die das jetzt schon tun, in den Pflegeberuf finden und als wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, Herr Kollege Rock. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes, die uns jetzt hier vorliegt, ist eine Änderung, die Möglichkeiten und Chancen schafft. Die Anhörung hat gezeigt, dass aber für die Landesregierung drumherum noch Tätigkeiten notwendig werden. Ich will mal einige oder die wenigen Bereiche, die aus der Anhörung kamen, noch kurz beleuchten. Einiges wurde ja schon gesagt. Es ist der ganze Bereich, worauf die Liga hingewiesen hat, die Frage der Duldung, der Aufenthaltsrechte. Dort ist sicherlich noch einiges abzustimmen. Da wird der Minister hoffentlich auch noch etwas zu sagen jetzt an der Stelle. Die Frage der Sicherung des Lebensunterhalts war ein Thema, das noch eine Rolle spielt und was auch noch einmal Thema ist. Ich glaube, die Ängste des Berufsverbandes Lehrender Gesundheits- und Sozialberufe sollte man ernst nehmen. Das ist die ganze Frage der Deprofessionalisierung der Pflege. Das ist jetzt nicht der Zielkonflikt an sich, aber es ist ein Thema, das man nicht aus dem Auge verlieren darf. Darum sollte man auch tatsächlich dieses Modellprojekt auch eng evaluieren, damit man sehen kann, welche Auswirkungen das hat. Und es ist klar geworden, um dann auch selbst bei diesen niedrigschwelligen Ausbildungen Flüchtlinge zum Erfolg zu führen, wird es wahrscheinlich eine Ausbildungsbegleitung geben müssen. Wie man die organisiert, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Da gibt es ja bereits erfolgreiche Modelle in der Kooperation mit der Arbeitsagentur. Das sind alles Überlegungen, die dazu angestellt werden müssen. Denn ich gehe davon aus, und so habe ich die Landesregierung an der Stelle auch verstanden, dass man das Projekt zum Erfolg führen will. Und das unterstützen wir. Doch wir sehen auch noch Handlungsbedarf im Umfeld dieser Tätigkeiten oder dieser Möglichkeiten. Wir haben gesehen, der BPA hat darauf hingewiesen, in Nordrhein-Westfalen gibt es dieses Modell schon. Vielleicht kann man da auch noch einmal sich schlau machen. Man kann ja von Erfahrungen anderer profitieren, ohne dass man Schuld auf sich lädt. Das regen wir noch einmal an. Ansonsten kann ich sagen, dass wir diesen Gesetzentwurf unterstützen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eine kleine Änderung im Altenpflegegesetz. Es geht nur darum, dass man nicht unbedingt den Hauptschulabschluss braucht, um die Altenpflegehelferinnen-Ausbildung zu beginnen, sondern man erwirbt ihn sozusagen parallel zur Ausbildung. Und dann ist ja die Zielrichtung auch besonders Flüchtlinge. Und da frage ich mich schon, warum nicht insbesondere bei den ETEA-Klassen so viel reingesteckt wird, dass der Hauptschulabschluss bereits hier erreicht wird. Aber da ist es ja eher so, dass die Maßnahmen zu kurz sind, zu wenig Personal hat, zu wenig Stunden und überhaupt zu wenig Laufzeit. Es wäre wirklich sinnvoller, die hier auszuweiten, dahingehend, dass die Menschen aus den ETEA-Klassen mit einem Hauptschulabschluss rausgehen. Dann haben sie nämlich auf unserem Berufsausbildungsmarkt viel mehr Chancen. Wenn jetzt alles andere an dem Gesetz unproblematisch wäre, wäre es ja gut. Allerdings hat die Anhörung gezeigt, dass das eben so nicht stimmt. Es geht darum, hier Menschen den Quereinstieg zu ermöglichen. Das wäre gut gewesen, wenn man das von Anfang an richtig und ordentlich mit eingearbeitet hätte. Aber alle Argumente der Altenpflegeschulen, der Wohnfahrtsverbände, den Gewerkschaften und Organisationen, die sich mit Quereinstieg beschäftigen, haben Sie nicht wirklich gehört. Da ist mal wieder ein schwarz-grünes Gesetz gemacht worden, um die Regierungsanhörung zu vermeiden. Ich weiß überhaupt nicht, mit wem Sie sich beraten oder ob Sie sich überhaupt beraten. Das sind aber die Schwächen, die Sie hier bei ganz vielen Punkten immer wieder deutlich zeigen und die einfach auch nicht weiterführen, weil sie so beratungsresistent sind, das ist schon fast schmerzhaft. Es ist einfach, und da muss man sagen, das ist der Grund, weshalb man diesem Gesetz nicht zustimmen kann. Es ist nicht möglich, dass auszubildende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 12 erhalten. Und dann handelt es sich hier um eine Teilzeitausbildung. Das heißt, die Altenpflegeschüler, Helferinnen verdienen nur die Hälfte der Ausbildungsvergütung und haben dann ein Einkommen von etwa 500 €. Und davon sollen die leben können. Das ist unrealistisch. Das geht schlicht nicht. Wenn jetzt die Ausbildungsvergütung erhöht wird, wer bezahlt das dann letztlich? Also die Einrichtungen, die es dann wieder auf die Patientinnen und Patienten oder die Angehörigen abwälzen,
Oder wäre es das Land Hessen, das eine Verantwortung dafür trägt, dass wir genug Personal in diesem Sektor haben? Und das brauchen wir. Dann müsste man es aber anders ausfinanzieren. Das tun Sie aber nicht. Das heißt, das Ganze hängt in der Luft, und damit ist es einfach nicht zustimmungsfähig. Das Zweite, was wir als großes Problem ansehen, ist die Geschichte mit der Ausbildungsduldung. Die gilt nämlich nicht für Helferinnen. So, wenn wir aber diesen Beruf brauchen, wenn wir die Menschen in diesem Beruf brauchen, wenn wir wollen, dass wir hier Flüchtlingen eine echte Chance bieten, dass sie hier bleiben können, dass sie hier eine Ausbildung machen und dann am besten auch anschließend in diesem Beruf arbeiten, wir bilden sie ja nicht primär dafür aus, dass sie in ihre Heimatländer mit diesem Beruf zurückkehren, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass es mal mindestens eine Ausbildungsduldung gibt. Und wenn wir das nicht tun, dann ist das Ganze schon ziemlich schwierig. Und das macht noch was. Das bringt nämlich einen Druck mit sich, dass derjenige, der von Abschiebung bedroht ist und möglicherweise überhaupt nicht geeignet ist für den Beruf und auch gar kein Interesse dafür mitbringt, sagt, na ja, also wenn mich das auf die sichere Seite bringt, dann tue ich das vielleicht. Das ist schon eine ganz schwierige Ausgangslage. Deswegen ist das ohnehin gerade an der Stelle, muss man da sehr genau drauf achten. Das heißt, wir haben aber ohnehin ja eine Situation, wo wir gar nicht wissen, ob wir dann noch eine Bundesregierung haben, an die wir adressieren können, dass wir hier eine andere Voraussetzung brauchen. In der Zwischenzeit könnte aber das Land Hessen im Rahmen einer Ermessensduldung durchaus hier aktiv werden. Und das dritte Problem ist die Situation der Schulen. Das Schulgeld wird zwar für die Vollzeitausbildung gezahlt, aber nur für die Altenpflegehilfskräfte, das heißt also der kleinere Satz. Das ist aufgrund der Anforderungen, die hier an die Ausbildungseinrichtungen gestellt wird, ja überhaupt nicht sachgerecht. Hier muss nachgesteuert werden. Es geht um Menschen, die aus schwierigen Lebenssituationen kommen, aus ungeklärten Verhältnissen leben, die bringen doch eine ganze Reihe von Problematiken mit sich. Es geht um Menschen, wo noch Spracherwerb gefördert werden muss und. Das heißt, die Schulen haben einen deutlichen Mehraufwand, und das Modellprojekt sieht eben keine ordentliche sozialpädagogische Begleitung vor, und das geht überhaupt nicht. So, die Forderungen, die hier gestellt worden sind, die waren ja relativ bescheiden. Da hat man pro Schule eine halbe Stelle zum Beispiel genannt. Das ist doch auch noch ganz wenig. Eigentlich braucht es doch viel mehr. In so einer Klasse braucht es eine Begleitung. Aber nicht mal dazu konnten sie sich durchringen. Und das finde ich schon eine ziemlich traurige Betrachtung, wenn man sich anguckt, wie groß unser Problem ist, damit genügend Pflegekräfte zu gewinnen, genügend Auszubildende zu gewinnen. Und dass man hier eine Chance aufmachen wollte, dann hätte man es auch so ausstatten müssen. Nämlich mit der notwendigen Finanzierung der Schulen, mit der notwendigen wirtschaftlichen Unterstützung derjenigen, die die Ausbildung machen, und mit der notwendigen sozialpädagogischen Begleitung. Die Altenpflege braucht Entlastung. Sie braucht mehr gut ausgebildetes Personal. Sie braucht mehr Anerkennung und Wertschätzung. Sie braucht höhere Vergütung und mehr Aufmerksamkeit. Frau Kollegin, Sie müssen bitte dringend zum Ende kommen. Das alles ist mit diesem Gesetz nicht zu erreichen. Deswegen gibt es von uns an dieser Stelle eine Enthaltung, weil wir zwar durchaus die Intention teilen, nicht aber die handwerklichen Fehler unterstützen wollen. Vielen Dank. Als nächstes spricht Herr Kollege Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, es gibt eine sehr große Übereinstimmung zu diesem Gesetz. Lediglich meine Vorrednerin hat sich sehr kritisch damit auseinandergesetzt, hat aber vor allem im Blick, dass es neben einem Gesetz, das ein Modellvorhaben gesetzlich ermöglicht, hat vor allem im Blick, dass Sie die Rahmenbedingungen für die Altenpflegeausbildung, für den Fachkräftemangel verbessern wollen, die Wertschätzung verbessern wollen. All das ist unstrittig. All das muss auch getan werden. Aber es handelt sich halt heute um ein kleines Feld, einen Baustein, nicht mehr und nicht weniger. Dieser Baustein besteht darin, dass es eine integrierte Ausbildung geben kann, dass eine gemeinsame Maßnahme von Altenpflegeschulen und beruflichen Schulen im Sinne einer integrierten Modellausbildung stattfindet. Das Angebot wird sich an Abgänger der sogenannten InteA-Klassen richten. Und Sie können, die bisher noch keinen Hauptschulabschluss nachweisen können, Kollegin Klaffs-Isselmann hat es erwähnt. Es ist ein Baustein. Es ist nicht mehr und nicht weniger, aber es ist ein guter Baustein. Er ermöglicht es Migranten und auch anderen Menschen wieder über eine Möglichkeit,
dort den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden und gleichzeitig den Fachkräftemangel in einem kleinen Bereich zu stillen. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Wir haben viele Fragen angesprochen. Sie auch. Bei der Vergütungsfrage wird gerade konstruktiv diskutiert. Auch die anderen Fragen über das Aufenthaltsrecht wird weiter diskutiert. Aber ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, dieses Modellprojekt in Form eines Gesetzentwurfs auch tatsächlich in Gesetzeskraft zu erheben. Und ich hoffe auf eine große Zustimmung dieses Hauses. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Grüttner. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Redebeiträge haben ja gezeigt, dass dieses Gesetz ohne Gegenstimmen möglicherweise in der zweiten Lesung verabschiedet werden kann. Ich will an dieser Stelle sagen, dass es nicht die Intention der Landesregierung ist, mit diesem Gesetz den Fachkräftemangel in der Altenpflege zu stillen und zu beheben. Den haben wir. Da sind viele Maßnahmen notwendig. Das ist von der Tariffrage bis hin zu der Wertschätzung dieses Berufes ein Thema, das uns, denke ich, alle eint. Das Zweite ist, wir müssen dafür Sorge tragen, wenn es eine Zielgruppe ist von jungen Flüchtlingen, die eine Bleibeperspektive haben, dass wir ihnen die Chance, ihnen eine Berufsausbildung zu ermöglichen, damit auch einen Beitrag zur Integration leisten. Wenn wir diesen Berufseinstieg leisten, werden wir zwei Dinge auch mit beachten müssen. Das ist das Erste, dass während dieser Berufsausbildung Sie auch ein entsprechendes Bleiberecht haben. Und das Zweite ist, dass diese Berufsausbildung auch auf einem Niveau geschieht, die den Qualitätsansprüchen auch entsprechend Rechnung trägt. Ansonsten müssen wir sehen, was momentan in der Altenpflege-Ausbildungsverordnung oder Pflegeausbildungsverordnung auf Bundesebene passiert. Da ist letzte Woche die entsprechende Entscheidung getroffen worden. Wir werden morgen und übermorgen auf der Gesundheitsministerkonferenz uns damit auch auseinandersetzen. Wenn wir da noch einen Anpassungsbedarf haben aufgrund der Pflegeausbildungsverordnung auf Bundesebene im Hinblick auf die Generalistik, werden wir das natürlich auch mit berücksichtigen. Aber was hier auch ein Beitrag ist, und das finde ich ganz entscheidend, dass auch Personen, die Schüler oder junge Menschen, die einen Hauptschulabschluss haben, die Chance haben, in einen qualifizierten Berufsabschluss hineinzukommen und gleichzeitig dieses in einem Bereich, in dem tatsächlich ein Bedarf da ist. Insofern bedanke ich mich für konstruktive Beratungen, Anregungen und hoffe, dass wir mit dem Modellversuch, der dann ermöglicht wird, auch entsprechenden Erfolg haben werden. Vielen Dank, Herr Minister. Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes, Drucksache 19/6075 in der Fassung der Beschlussempfehlung 19/6522 und damit unverändert. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, Grünen und SPD. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltung? Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf beschlossen in der genannten Mehrheit von CDU, FDP, Grünen und SPD und damit zum Gesetz erhoben.